Servus en welkom bij Liederland und Leute. Een uitzending waarvan de titel de lading meer dan dekt. We hebben heel veel muziek, de lieder, prachtige landschappen, het land en natuurlijk de mensen die er wonen en werken, dat zijn de Leute. We zijn vandaag te gast in Carinthië, onder in Oostenrijk. We staan aan de Wörthersee in het plaatsje Velde met op de achtergrond het beroemde Schlosshotel. Dat kent u misschien nog wel van de televisieserie Ein Schloss am Wörthersee met in de hoofdrol Roy Black. Straks ga ik Carinthië aan u voorstellen, maar eerst laten we zien welke artiesten vandaag te gast zijn in Liederland und Leute. Sind die Sorgen versteckt? Du zeigst sie mir nicht, doch ich hab sie entdeckt. Das Schicksal hat dir bisher schon manches Bein gestellt, aber ein Lächeln verändert die Welt, wie sie dir gefällt. Das größte Glück kommt auf ganz leise Sohle. Wenn du glaubst, es ist nicht hier, klopft es an der Hintertür. Das größte Glück kommt auf ganz leise Sohle. Und genauso komme ich heute Nacht zu dir. Ich spüre, du hast lange nicht mehr getanzt. Und jetzt glaubst du fast, dass du es nicht mehr kannst. Reich mir deine Hand und wir schweben dem Himmel zu. All deinen Kummer vergisst du im Nu. Mein Schatz, hör mir zu. Das größte Glück kommt auf ganz leise Sohle. Wenn du glaubst, es ist nicht hier, klopft es an der Hintertür. Das größte Glück kommt auf ganz leise Sohle. Und genauso komme ich heute Nacht zu dir. Das größte Glück kommt auf ganz leise Sohle. Wenn du glaubst, es ist nicht hier, klopft es an der Hintertür. Das größte Glück kommt auf ganz leise Sohle. Und genauso komme ich heute Nacht zu dir. Und genauso komme ich heute dir. Niet alleen in Nederland hebben we een openluchtmuseum, ook in Carinthië staat er een en wel in het plaatsje Mariasaal. Allerlei boerderijen vanuit heel Carinthië hebben ze hier bij elkaar gebracht. Afgebroken op de plaats van herkomst en hier weer opgebouwd. Een bonte verzameling van gebouwen die vaak al eeuwen en eeuwen oud zijn. Dat Carinthië meer mooie plekken heeft, dat mogen duidelijk zijn. Ik heb het er straks al aan het begin van de uitzending gezegd, we stellen u graag deze provincie voor. En laten we dat dan maar nu gaan doen. Thank you.
Es kann sein, dass der Wind wieder Tag über Nacht, dass die ganze Welt endlich Frieden macht. Es kann sein, dass die Sterne ihre Bahnen verlieren und uns Worte wieder berühren. Es kann sein, dass die Zeit plötzlich langsamer rennt und da jeder spürt, wie man Glück erkennt. Es kann sein, du vergisst, wie es klingt, was ist so, doch es kann nie. Das muss bleiben, wie's ist, so wie's Amen im Gebet. Weil man das, was man spürt, doch nur mit dem Herz versteht. Es kann sein, dass die Sonne morgen fröhlich lacht und die ganze Welt damit heller macht. Es kann sein, dass das Meer keine Wöhnen mehr schluckt und nach Reichtum niemand mehr fragt. Es kann sein, dass das Eis auf dem Gletscher zerrinnt und da jeder schaut, wo er Freunde findet. Es kann sein, du vergisst, wie es klingt, was sie sagt, doch es kann nie sein, dass sie dir nimmer mag. Du kann kommen, lass den Sommer nur vergehen. Mit Vertrauen und mit Glück kann man Stürme überstehen. Es kann sein, dass der Wind wieder Tag über Nacht, dass die ganze Welt endlich Frieden macht. Es kann sein, dass die Sterne ihre Bahnen verlieren. Als je aan Oostenrijk denkt, dan denk je natuurlijk aan bergen en aan meren en aan bossen. Maar ook aan fantastische almen, wiezen, zoals hier. Die vol staan met prachtige bloemen en kruiden. En zeker in Carinthië hebben ze hier nog een heleboel van. En die zijn zo goed intact gebleven dat ze vol staan met kruiden die je bijvoorbeeld kunt eten. Ja, zoals deze. Dit is Leuvenzaan, zoals het op Duits heet. Het is gewoon een paardenbloem, maar het schijnt dat je ervan kunt koken. Nou, we hebben een expert ingehuurd en die gaat ons precies vertellen welke kruiden er hier allemaal staan en wat je ermee kunt. En dat is dokter Helmut Zwander. We hebben hier een wiese, een bunte wiese, op der man sehr viele Wildgemüsepflanzen findet, die man in der Küche gut verwenden kann. Einiges davon ist sehr köstlich, einiges wird weniger oft gesammelt, einiges ist hier sogar giftig, wie der gelbe Hahnenfuß. Ich habe hier ein paar ganz wohlschmeckende Pflanzen, die man in der Küche gut verwenden kann. Hier der Sauerampfer, aus dem macht man eine köstlich schmeckende grüne Soße, auch Wiesenspinat genannt. Diese Pflanze wird auch den Wiesenspinat Wildgemüse zugemengt, schmeckt ausgezeichnet. Man kann daraus aber auch ein Kräuteromelette so herstellen. Der Wiesenknopf, bei uns also auch Pimpinelle bezeichnet, eignet sich sehr gut, also fein aufgeschnitten für einen Salat. Man gibt das einfach drüber. Oder wenn man zum Beispiel ein Kräuteromelett macht, also fein aufgeschnitten über das Kräuteromelett drüber, schmeckt das köstlich. In der Küche auch gut zu verwenden, meistens für Suppen, zum Beispiel die Siebenkräutersuppe am Gründonnerstag wird also die Schafgarbe verwendet. Sie hat allerdings einen leicht bitteren Geschmack. Dafür ist sie von allen Pflanzen hier in diesem bunten Wiesenblumenstrauß die gesündeste. So, nou, das ist dann deutlich. Wir wissen nun, was wir müssen haben, welche wir müssen suchen hier auf der Alm. Ich nehme diese fast und dann gehen wir even plukken. En dan gaan we dadelijk kijken of we inderdaad iets lekkers ervan kunnen koken. Het schijnt echt heerlijk te zijn. Ja. Oké. Gaan we eens kijken of we wat kunnen vinden hier. Is het nog lekker ook?
vielleicht auf der Straße tanzen, obwohl der Himmel weint. Ich singe tausend Lieder und alle sehen mich an. Was ist da bloß geschehen, dass ich nicht anders kann? Und mein Herz schlägt bis zum Himmel und mein Kopf Ze noemen Finland wel het land van de duizend meren. Nou, als je van meren houdt, dan kun je je hart ophalen hier in Karinthië. Ze hebben er namelijk 1270. En een ervan ligt hier achter me. Niet alleen meren, maar ook bergen en bomen. Het is allemaal meet in Austria. En dat is precies waar de jongens van de Zelbeck Boom over zingen. Amulsi meet in Austria. Jedes Land hat irgendwas ganz Spezielles. Die Franzosen trinken Wein, die Deutschen lieber Helles. China hat die meisten Leute, die Schweiz das meiste Geld. Und Österreich ist ganz bestimmt das Musiland der Welt. Austria, hör ein jeder gern. Musi mir in Austria, ob nahe oder fern. Denn der rot-weiß-rote Klang ist ganz ein besonderer Sound. Ja, Musi mir in Austria ist überall bekannt. Mozart, Schubert, Lanner, Strauss, große Namen. Falco und noch andere berühmte Herren und Damen haben mit Klassik, Jazz und Pop eine Weltkarriere gemacht. Und wir haben unsere Volksmusik in alle Länder gebracht. Hör ein jeder gern. Musi mir in Austria, ob nahe oder fern. Denn der rot-weiß-rote Klang ist ganz ein besonderer Sound. Ja, Musi mir in Austria.
Austria ist überall bekannt. Australien hat die Kängurus und England seine Queen. Doch wo bei uns Musik draufsteht, da ist auch Musik drin. Von Bregenz bis nach Wien, ja, Musi mit in Austria, hört ein jeder gern. Musi mit in Austria, ob nahe oder fern. Denn der rot-weiß-rote Klang ist ganz ein besonderer Sound. Ja, Musi mit in Austria ist überall bekannt. Musi mit in Austria, Musik aus unserem Land. Ik heb voor het eerst in mijn leven een paardenbloem gegeten. En daarna had ik de smaak eigenlijk wel te pakken, want het was best lekker. Ik heb een mand gehaald en ik heb hem helemaal volgeplukt. Met zuring en rode klaver en boterbloem en van alles en nog wat. Ik ben op de Plusjenberg bij Landgasthaus Niemetz. En naast mij zit Andrea. Servus, Andrea. Servus, Herbert. Christi. Was denkst du? Reicht das? Können wir davon etwas Schönes kochen? Als erstes koche ich dir eine schöne Wildkräutersuppe. Und die schwitze in ein bisschen Sonnenblumenöl an und gieße mit einer schönen Gemüsebouillon auf. Und lasse das schön einköcheln. Und dann püriere ich das Ganze. Und dazu mache ich mir ein Ei einbrennen, am besten aus einem schönen Dinkelmehl. Und lasse die Suppe dann fertig köcheln. Und ganz zuletzt schmecke ich sie mit einem Süßrahm noch ab. Und als nächstes mache ich einen schönen Realsalat, wie wir in Kärnten sagen. Das ist der Löwenzahn. Am besten im Morgengrauen gestochen und nach dem Waschen fein gehackt. Und dann habe ich eine schöne Kräutermarinade gemacht aus den restlichen Wiesenkräutern. Und dann brutzle ich einen Speck an und eine warme Erdäpfel. Und die gebe ich jetzt über einen Salat. Und ganz zum Schluss gebe ich noch ein gehacktes Ei drüber. So, lieber Weibrand, das ist unser bekannter Röhrsalat von Plöschenberg. Ich wünsche dir einen recht guten Appetit. Danke schön. Ich bin schon ganz neu, ob die auch schmecken wird. Das wird mir bestimmt schmecken. Das sieht herrlich aus. Danke. Bitte gerne. Nou, je kunt wel zeggen dat ik ondertussen een beetje verliefd geworden ben op Carinthië en op de kruiden en de natuur die erbij hoort. Fantastisch. Over verliefd zijn gesproken. De Jauntaler die kunnen daarover meepraten. Ze zingen een mooi lied dat heet Meine Liebe zu dir. Leuwenzaan, dat is... herrlich. Mich einfach atemlos, die Nacht mit dir war schön. Du bist die Frau, die zu mir hält, ich lass dich nie mehr gehen. Du machst mich frei, du machst mich stark, Eis auf der Haut zerschmilzt. Ich fang dich auf, ich halt dich fest, wenn du mal wirklich fällst. Meine Liebe zu dir ist ein ewiger Sommer. Meine Liebe zu dir ist so tief wie das blaue Meer. Meine Liebe zu dir ist ganz sicher kein Spiel. Meine Liebe zu dir führt uns sicher ans Ziel. Tau auf deine Tatenhaut mich schwach macht und betört, weiß ich, dass mein verliebtes Herz nur dir allein gehört. Ich will mit dir allein im Schatten Sonne sehen. Oh, glaube mir, ich schlaf nicht mehr, ich muss dir heute gestehen, meine Liebe zu dir ist ein ewiger Sommer. Meine Liebe zu dir ist viel tiefer noch als das Meer. Meine Liebe zu dir ist ganz sicher kein Spiel. Meine Liebe zu dir führt uns sicher ans Ziel. Thank you.
spielt sich hier kein Spiel. Meine Liebe zu dir führt uns sicher ans Ziel. Führt uns sicher ans Ziel. En tot zover deze aflevering van Lieder, Land und Leute. We blijven nog even in Carinthië, want er is zoveel om te laten zien. Daar gaan we volgende keer gewoon mee door. En dan hebben we deze artiesten voor u te gast. Es ist schön bei euch zu sein, wirklich wunderschön. Tauschero von Ball gegen Zillertal. Die Schickimicki-Welt ist nichts für mich. Der letzte Zug kommt immer. www.lieder-land-leute.nl kunt u alles vinden wat u wilt weten. Wat ons betreft, tot de volgende keer. Tot ziens. Servus.